Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Mittelerde Mordors Schatten. Erstmal muss ich mich dafür entschuldigen, dass vor zwei Tagen kein Part von Mittelerde gekommen ist, denn ich hatte eine 5-Stunden Zahn-OP und ich war überhaupt nicht fähig, irgendetwas zu sprechen zu dem Zeitpunkt, wo ich hätte aufnehmen müssen. Und deswegen bitte ich das doch gerne mal von euch zu entschuldigen. Dafür wird es jetzt wieder Parts geben. Ich werde mal gucken, wie viele Parts ich jetzt aufnehmen kann, so am Stück, und schauen wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir machen hier direkt in unserer Basis weiter mit der Bogenlegende. So, jetzt müssen wir eben gucken, wie wir hier am besten runterkommen, ohne dass wir gleich wieder entdeckt werden. Wir gehen hier einfach mal weiter. Ich habe gehört, die Elfen Schwerter anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Stein schneiden, als wäre es Fleisch. Das ist bereits 1000 Jahre. Okay, wir können uns hier mal drum kümmern. So, da haben wir die zumindest soweit schon mal weg. Was ist jetzt hier mit den Leuten? Ach so, die kommen ja jetzt gucken, oder was? Hast du das gehört? Ich glaube nicht, dass da jemand war. Nein, das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich, den Typen, den Wurm da haben. Wie viele Pfeile haben wir noch? Ach, wir haben noch genug, ne? Komm, dann können wir ja noch ein bisschen weitermachen. Da haben wir auch noch einen. So, du bleib mal stehen, bitte. Sehr schön. Dann können wir uns dich nämlich jetzt schnappen. Hallo, mein Freund. Brandmarken. Und Informationen sammeln, denn da müssen wir auch mal langsam wieder weitermachen. Was hatten wir denn jetzt hier? Die beiden kannten wir schon, da kannten wir den einen. Okay, den anderen haben wir, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie getötet. Die kennen wir auch beide. Hier fehlt uns noch einer. Da würde ich doch schon sogar fast sagen, warte mal. Würde ich sagen, holen wir uns davon mal die Informationen. Ogbur der Barbarische hofft, dass niemand über seinen blinden Fleck Bescheid weiß. Ah, okay, der hat also, der sieht also nicht ganz so deutlich. Wir geben ihn frei. Ein Ork auf unserer Seite ist immer gut. Und dann gehen wir hier mal weiter. Jetzt muss ich mal eben gucken, was brauchen wir überhaupt so noch alles. Wir brauchen die weißen komischen Krähenfüße und blaue Pilze. Weiße Krähenfüße, guck mal, da vorne haben wir doch schon einen. Können wir den auch direkt mitnehmen. Das müsste hier die Pflanze sein. Jo, sehr schön. Und dann schauen wir mal weiter. Da müssten wir ja eigentlich mit der Überlebensherausforderung komplett fertig sein, wenn ich das richtig sehe. So, warte mal, da oben ist irgendwas drin, ne? Gehen wir mal eben da hoch, neue Pfeile holen, weil wir müssen ja gleich eh die Pfeillegende da machen. So, einmal das. Dann hier schnell rüber. Bevor, dass wir den Hauptmann los sind. So ein nutzloser Haufen Schrack in der Tat. Sonst wäre er wohl kaum von einem Karagor gefressen worden. Sein Nachfolger wird nicht so ein Schwächling sein. Wird auch zeitlos sein. So, damit haben wir die beiden auch weg. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich mal anfangen, ne? Schauen wir mal, was wir hier überhaupt machen müssen. Hatten wir das beim letzten Mal schon angefangen, die Quest? Ich weiß es gar nicht. Aber warte mal, da kommt auch noch einer. Den holen wir auch noch mal eben kurz weg. Bevor der uns da gleich anfällt. Was haben wir denn da? Zähne aus Stahl. Manchmal kann ein einziger Pfeil den Verlust eines ganzen Krieges, den Verlauf eines ganzen Krieges ändern. Er brachte dem feindlichen Lager Tod und Verderb, ohne es je auch nur zu betreten. Ach du Scheiße. Töte 10 Uruk-Wächter, ohne die Festung zu betreten. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Achso, wir sind sogar voll. Müssen wir mal gucken, wie machen wir das denn am besten. Am besten auch so, ohne dass sie uns sehen, ne? Guck mal, den da hinten, den können wir doch schon mal ganz leicht wegsnipern. So, der ist schon mal weg. Ah. War auch schon mal besser, was das Ziel angeht. So, 2 Stück haben wir schon mal. Und wir sollen Karagor benutzen, um Uruks zu töten. Das könnten wir natürlich auch noch mal versuchen.
So, das machen wir nochmal eben kurz sammeln. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal, da unten. Ja, komm hier. Dann auch ab dafür. Haben wir da zumindest schon mal die Karagor soweit? Da hinten haben wir noch einen. Ah, jetzt bin ich. Haben wir den auch schon mal weg? Guck mal, drei sind schon tot, vier sind schon tot, fünf sind tot, Zusatzziel erfüllt. Ah, besser geht's doch gar nicht. Oh mein Gott, bin ich schlecht. So, 8 sind weg, einer fehlt noch, beziehungsweise zwei fehlen noch. Da hinten nehmen wir die mal. Einmal die. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, voll drüber geschossen. Und wir haben das Ziel erfüllt. Ja, sehr schön. Das, so kann man das natürlich auch machen. Einfach mal komplett mit Karagors arbeiten. Das war doch mal eine sehr schnelle, erfolgreiche Quest. Das ganze Lager ist hier auf jeden Fall sehr in Aufregung. Boah, krass. 4, 5 Karagors oder was? Tatsächlich, 5 Karagors. Okay, uns soll es egal sein. Wir werden jetzt hier erstmal auf Geiselrettungsmission gehen. Ich sag immer Geiseln. Auf Sklavenrettungsmission meine ich natürlich. Dazu muss ich aber erstmal hier irgendwie wegkommen, ohne dass die Karagors mich zerpflücken. Weil da unten ist ja auch schon wieder einer unterwegs. Okay, der ist da am Rumpflücken. Wir gehen hier einfach mal runter, hoffen, dass wir nicht entdeckt werden. Entkettet. Diese Sklaven wurden auf der Flucht gefasst und werden nun gefoltert. Führe sie in die Freiheit. Oh, endlich mal wieder ein bisschen Ruhe. Oh Mann. Führe sie in die Freiheit. Zeit für einen Rett. Okay, töte 5 Uruks, nachdem du sie mit der Fähigkeit anlocken zu dir geführt hast. Okay. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Ist da oben ein Informant. Tatsächlich, das ist sogar ein Informant. Ist nur die Frage, sollte ich mir den mal holen? Ich glaube ja, ne? Ich hoffe nur, dann verlassen wir das Auftragsgebiet nicht und ich hoffe mal, dass der sich da noch umdreht. Dieser stinkende Waldläufer kann so viele Krieger töten, wie er will, aber wir haben viele weitere, die gegen ihn kämpfen. Komm, Freund. Der dreht sich einfach nicht um, wa? Unsere Krieger verdienen mehr Anerkennung. Machen wir es mal so, wir versuchen es einfach mal so. Es sind immer die Berserker, die den Grog kriegen. Dann müssen wir uns ihn uns eben so holen, wenn er nicht anders möchte. Nein, das war der falsche Knopf. Das ist der richtige. Und dann gib uns mal die letzten Informationen, die uns noch fehlen. Was haben wir denn da? Die hatten wir beide komplett. Ich weiß, ich gucke das jedes Mal erneut nach, aber es kann ja sein, dass zwischenzeitlich irgendwas Neues dazugekommen ist. Schauen wir uns den letzten Häuptling an. Takrak, Schwertschmied, reibt seine liebste Waffe mit Gift ein. Aha, also ein Giftkämpfer. So, den lassen wir auch wieder frei. Egal. Wo wir sind, wir lassen die jetzt immer frei und werden die nicht umbringen, denn es kann ja durchaus sein, dass wir da öfters mal Hilfe brauchen von denen. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden bereit sein. Ach du Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Ja, komm mal her, dann siehst du, was das für ein Geräusch war. So, komm her, Mensch. Genau, so sieht's ganz gut aus. So, hätten wir da schon mal Nummer 1 uns angelockt. So, wie machen wir das denn jetzt hier mit dem Rest? Müssen wir gucken. So, komm her. Schleicht da jemand umher? Einen Sklaven, das hat der Hauptmann gesagt. Komm,
Kommt er jetzt? Ja, da hinten ist er. Wow, weg hier! Da hängt er hier im Baum fest. Nummer 2. Wir stapeln hier mal ein bisschen die Leichen auf. Und jetzt müssen wir gucken, wie ich es am besten mache, ohne dass ich da großartig noch Ärger bekomme. Warte mal, können wir hier nicht aufs Feuer schießen oder haben wir dann schon wieder alle Orks tot? Wir schießen jetzt einfach mal aufs Feuer. Warte, ich rieche etwas. Oh, 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 oh. Eine Leiche. Oh, komm du mal her. Jawohl, hat das so super funktioniert. Ich habe ja gestaunt, dass ich den jetzt noch angreifen konnte. Aber ganz gut. So, wo haben wir den nächsten? Da hinten ist einer. Habt ihr das gehört? Ich sollte weniger trinken, mein Verstand spielt nur Streiche. Geh doch! Ja, mein Gott. So, da haben wir die Quest schon mal fertig. Dann können wir eigentlich uns um das nächste Zeug kümmern. Ich lasse nur die guten Sklaven überleben. Und gute Sklaven fliehen nicht. Verstanden? So, und jetzt können wir kämpfen und die Geiseln befreien. Weil jetzt haben wir unsere Mission alle abgeschlossen. So, kommt noch mehr? Hier, da kommt doch noch einer um die Ecke, oder? Ja, da ist er. Na komm, mach was. Ach, Junge. Ich bin so ein Schlaufuchs. Danke. Komm, jetzt mach doch mal was. Das war wieder so klar, dass da noch einer ankommt. So, jetzt haben wir hier noch irgendwo Informationen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da können wir die nämlich auch noch mitnehmen. Und ihr merkt schon, ich bin nicht mehr ganz so gut wie die anderen Male. Aber das liegt daran, dass ich jetzt auch wieder eine etwas längere Pause hatte. Und mir tut immer noch die Fresse weh von meiner Zahn-OP, die ich da hatte. Mein Gott, ey. Das ist gestern gewesen und mir tut die Seite tut weh. Ohne meine Schmerztabletten wäre ich nur noch ein Häufchen Elend zur Zeit. Und das lenkt mich ein bisschen vom Spielen ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Taz der Schwächling befindet sich, gierig einen Sklaven in der Latrine zu in die Latrine zu stoßen. Ja, das ist aber ein netter Zeitgenosse. Der alte Klofraumann. Der alte Klofraumann ist auch gut. Moment, wir wollten hier nicht weiter rein, ne? Hier im weiter rein die Geiseln befreien, beziehungsweise die Sklaven. Oh nein, ich schon wieder Gule. Bist du das Waldläufer? Ja, ich schneide mich los. Bitte. Da hoch, Mensch. Danke. So, da haben wir den ersten schon mal frei. Jetzt haben sie uns natürlich gesehen, die hässlichen Gule. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen gegen kämpfen. Hässliche Drecksgule. So, wer spuckt da rum? Wer spuckt rum? Wo ist der Drecksspucker? Lass die Kacke bleiben. Und du auch. Noch mehr? Okay, im Moment scheint es nicht noch mehr zu sein. Das heißt, du musst uns retten. Wo bist du? Ach, da oben. Wollte schon sagen. Stehe ich hier vor einer Wand und da schreit einer, du musst uns retten. Danke, Waldläufer. So, damit haben wir das auch. Schnell weiter, bevor die Gude wieder angerannt kommen. Schneid mich los.
Dann ich ertrage diese Qualen nicht. Haben wir hier den letzten und auch diese Mission erfolgreich abgeschlossen und wieder eine Festung zu 100%. Endlich sind wir frei. Ich wusste auch, dass wir es eines Tages schaffen würden. Mach dir keine Sorgen um uns Waldläufer. Okay. Haben wir das soweit erledigt? Was passiert denn hier gerade? Was willst du denn? Das lässt du mal ganz schön bleiben, hier von hinten anzuschleichen und zu gucken, was hier los ist. Was haben wir denn? Das hier haben wir komplett fertig. Da haben wir sogar noch einen Häuptling in der Festung drin. Und guck mal hier, das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, ein bisschen übersehen gehabt. Deswegen machen wir uns da jetzt hinten auf den Weg. Die Schütze trainiert schon den ganzen Tag. Dass wir da das letzte Ding dann auch haben. Ja, und dann bleibt uns bald wirklich nur noch die ganzen Hauptmissionen. Und dann ist ja auch schon fast wieder so weit, dass wir komplett durch sind, ne? Also viel ist da nicht mehr. Der Sklave läuft davon. Ja, der Sklave läuft davon. Mach mal, da ist der Karagor hinter uns gerade wild geworden. Oh ne, jetzt haben wir nicht schon wieder Lüder. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los mit den Schakakulen? Schnell weiter. Wir müssen weg. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben, um wegzukommen, weil ich habe gerade echt keinen Bock, gegen diese hässlichen Viecher zu kämpfen. Warte mal, brauchten wir weiße Pilze? Ne, blaue Pilze waren es. So, dann können wir jetzt hier erstmal lang. Hey, mein Freund. Na du? Das tut mir fast leid. Ich bin ein bisschen ausgerutscht. Und mit meinem Schwert in deinem Hals gelandet. So. Wo ist denn jetzt hier das Zeichen? Hatte ich das nicht gerade angezeigt bekommen? Oder ist das noch höher? Lieber Herr Gesangsfeind, was ist das denn? Da hinten ist was. Tarz. Tarz der Schwächlingen. Ach, guck mal, den könnten wir uns direkt holen, wenn wir wollten. Weil unbeholfen kann ergriffen werden, ohne dass seine Gesundheit niedrig sein muss. Das ist doch schon mal sehr schön. Allerdings hat der so viele Schwächen und ich glaube, der bringt uns nicht allzu viel. So, wo ist denn jetzt hier das Symbol? Oder ist es weiter oben? Hä? Warte mal. So, wo ist das Symbol? Ist das innen? Wir gucken mal innen. Ach, da haben wir es. Guckt mal einer an. Nanichir, Gelaer Mordor. Ja, sehr schön. Dein Wort in Gottes Gehörgang, mein Freund. Waffen und Runen. Haben wir da eigentlich jetzt... Achso, beim letzten Mal haben wir doch ein bisschen was geskillt, ne? Ich glaube, irgendwas war da gewesen. Das habe ich doch beim letzten Mal auch schon angeguckt, denke ich. Da fehlt uns noch ein bisschen was an Power. Ja, doch, haben wir soweit gemacht. So, dann gucken wir mal, was wir uns als nächstes genehmigen werden. Das wäre eigentlich der Tatz der Schwächling. Ich glaube, den holen wir uns jetzt als erstes mal. Wieso kann ich den nicht auswählen? Ich weiß es nicht. Na gut, wir gehen mal hier zu den Sklaven und dann sind wir da ja auch eigentlich direkt bei dem Tarz. Lass mich mal hier runter. Ich bilde mir Dinge ein. Beziehungsweise, liebe Freunde, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal einen kurzen Cut, denn ich sehe gerade, wir sind schon fast wieder bei 20 Minuten. Ich hoffe, dass ihr jetzt mit diesem Part Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Mittelerde Mordors Schatten wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!